Herzlich willkommen zurück zu Teil 21 von The Evil Within. Wir befinden uns noch am Anfang von Kapitel 7 und jetzt sind wir hier in einem, ja, was ist das eigentlich? Keine Ahnung. Moment. Dämlicher Idiot. Ah ja, genau. Oh, Handgranate. Handgranate ist immer gut. Vor allem, wenn man hier Schoßhündchen kämpfen muss. Gefangen, schlechter Scheiß. Ich denke mal, dieser Schoßhund wird nicht mehr kommen. Sage ich jetzt einfach mal. Wir füllen erst einmal kurz unser Ding hier auf. Gehirnflüssigkeit. 4300. Ihr habt noch keine Ahnung, was hier eigentlich abgeht. Oh, geil. Nix. Auch nix. Gut, Maschinenteile. Sehr schön. Da können wir schon wieder ein paar von deinen Pulsen machen. Das ist hier schon nochmal was wert. Ist nix. Ist nix. Nix. Warum sollst du das blöde Ding da freck machen? Also, geht doch. Das war der falsche. Ah, so, das wollte ich. Ja, ihr merkt schon, ich habe schon lange nicht mehr gespielt, weil ich nehme immer gleich ein paar Folgen hintereinander auf. Das heißt, ich nehme nicht immer jeden Tag eine auf oder so. Also deshalb muss ich also immer mal gucken, wie was wo funktioniert. So. Da war anscheinend gar nichts. Ich sehe auf jeden Fall, dass da hinten was blinkt. Scheint eine Art Grabkammer zu sein. Zwei Stück, das ist Gott, nehmen wir an. Wie gesagt, wir gucken uns natürlich erst einmal um, was hier eigentlich so abgeht. So, da haben wir noch was. Diese Gehirnflüssigkeit. Wunderbar. Bis jetzt noch nichts gefunden an Munition oder irgend so eine Scheiße. Diese kleinen Dinger geben anscheinend nichts. Ah, Gehirnflüssigkeit. Nix. Sehr schön. Hier gibt es Munition. 4 Stück ist in Ordnung. Nehme ich dankend an. Hier ist wieder so eine komische Grabkammer, was auch immer uns das sagen soll. Ich habe keine Ahnung. So. Nämlich. Nichts, gar nichts.
So, ich frage mich jetzt natürlich, was zum Geier soll ich hier? So. Hat das Bild sich gerade irgendwie verändert oder bin ich blöd? Sehr seltsam. Egal. Was ist denn das? Was ist denn das? Eine Flasche zum Werfen. Jetzt frage ich mich natürlich, warum? Hier ist doch keine Sau. Also das ist definitiv so eine Art Grabkammer. Noch eins, danke. Ach, da oben geht's ja weiter. Ah ja, okay. Dann gehen wir mal weiter. Hört definitiv was. Ach du Scheiße. Okay. Also der dreht sich jetzt rum, kommt auf mich zu. Da kommt auch einer. Jetzt warten wir mal, bis der Kerl da vorne sich wieder umdreht und dann versuchen wir gleich nach links zu kommen. Hey, saubere Sache. Ich wollte zwar verbrennen wir mal vorsichtshalber. So, der hat was für mich. Sehr schön. Ja gut, der hat keinen Kopf mehr, also lassen wir das mal. Der ist mir zu fett. Den verbrennen wir lieber mal. So, jetzt sind wir natürlich gespannt. Gibt da mal was oder gibt da mal nichts? Fakt ist, ja gut. Oh Mann. Jawohl. Saubere Sache. Oh! Okay. Ah! Sauber. Da hinten. Dämlicher Vollidiot, du sollst die Dinger nehmen. Gott. Ansonsten ist hier, so wie es aussieht, gar nichts. Okay. Moment mal kurz gucken, da geht das Licht aus, ne? Ja, genau. Eine Tür, wo zu ist. Okay.
scheint locker zu sein. Was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Altes Steinrelief. Dieses Steinrelief wurde aus einer Steintür herausgebrochen, wo es scheinbar die Funktion eines Schlüssels hatte. Okay. Geben jetzt ab. Voll. Scheiße, Mann, hey. Mal gucken. Naja. Wenigstens einer, wo wir mitnehmen können. Ne? Also, wir wollen uns ja nicht beschweren hier, ne? So, da hinten ist auch noch was. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Anscheinend nicht. Was ist das denn? Huhu! Für was auch immer ich diesen Scheiß brauche. Wir machen natürlich mal alles kaputt. Man weiß ja nie, ne? Nix. Nix. Deine Bücher ist auch nix. Ja, ich sehe es, ich bin ja nicht blind. Ich wollte nur kurz gucken, ob hier noch irgend sowas in der Art ist. So, Notiz aus den Katakomben. Hilfe! Das metallische Stampfen, er kommt. Ich renne weg, aber er folgt mir. Gott, hilf mir. Hilfe, 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 Hilfe. Das metallische Stampfen. Ich gehe mal davon aus, ich werde bald wissen, was für metallisches Stampfen das der Kerl gemeint hat. Sage ich jetzt einfach mal. Doch mal die Funzel auch. Im Moment hören wir ja gar nichts, dass irgendwelche Gegner oder sonst irgendwas da sind. So, wir wechseln mal kurz wieder die. Apropos wechseln, ich wollte mal sämtliche Schussapparate mal nachfüllen. Ja, passt schon, passt schon. Okay. Kontrollpunkt. Sehr schön. Wunderbar. Bevor ich da jetzt runtergehe, ne, also gehe ich nochmal ganz kurz zurück, weil da hinten war auch noch ein Raum. Beziehungsweise der Weg links rum. Hä? Da ist zu. So eine Scheiße. Hoffentlich war da nichts Wichtiges. Na super. Der stinkt wieder so nach Gefängnis oder irgend sowas in der Art. Einiges zu holen. Ach du Scheiße. Ach du. Fucking Bullshit. Lass mich raten, da gibt's jetzt Munition gleich. Oder irgend sowas in der Art, weil ich denke. Jetzt kommt wieder irgendwas. Wusste ich doch. Vier Stück. Das ist nicht viel.
Aber wir beschweren uns hier nicht. Ich freue mich über jedes einzelne Gerät hier. Und jetzt wird es spannend. Ich habe doch einen Schlüssel, verdammt. Wie macht man eigentlich dieses komische Inventar auf? Wie kommt man da hin? Ausrüstung? Hätte ich mir ja gleich denken können. Oh, ihr Männer. Mir ahnt gar fürchterliches. Auf jeden Fall habe ich nur 6 Munition gekriegt. Das ist sehr schön. Das ist wunderbar. Oh, ihr Leute. Ah, ich höre es, ich höre es, ich höre es, ich höre es. Ja, da gehen wir noch glatt rein. Wundervoll, wundervoll. Oh, was ist das? Ach, wieder mal ein Tagebuch. Lillys Geburtsanzeige. In Liebe begrüßen wir Lilly Lynn Castellanos, geboren am Dienstag, den 18. Juli 2006 um 9.56 Uhr, 3,31 Kilo, 35,5 Zentimeter. Wir sind so stolz auf dich, Sebastian und Myra Castellanos. Mhm. Ist in Ordnung, nehmen wir an. Wir sollten vielleicht eventuell mal die Munition wieder hochschrauben, also zumindest die... Wo bin ich dann jetzt gelandet? Der besorgte Typ also. Was willst du? Ja, genau. Was ist das? Mithing! Chris. Vermisst Chris Taylor. Vorarbeiter verschwand bei der Bauaufsichtigung der Reparaturarbeiten an einem eingebrochenen Kirchenboden. Die Arbeiten standen kurz vor dem Abschluss, daher ist ein Sturz unwahrscheinlich. Aha. War noch eine Rufnummer dabei? Also ich habe ja einen Schlüssel gekriegt, ich weiß nicht, vielleicht hilft dieser Schlüssel auch für diese Schlösser da hinten. Mach doch mal die Scheißtür schnell auf, du Pfeife. So. Geil. Super. Gehirnflüssigkeit. Wie viel? Oh, 5000, das ist was. Ich bedanke mich vielmals. Das nicht ein bisschen schneller. So, also wir haben jetzt 13.000 irgendwas. Oh lieber Gott, ey, das Ding. So, die werden wir natürlich wieder gnadenlos einsetzen. Und wenn ihr mal schaut, mit was wir das jetzt verbrauchen. Lebensanzeige 3 von 5. Vielleicht sollten wir diesen komischen Nahkampfschaden vielleicht mal. Obwohl der ist schon Spitzenwirkung. 6, also. Waffen. Ja. Nachladiges. Jetzt sind mal eine Kapazität. Sollte man definitiv machen. Also sowas von definitiv. Das ist meine beste Waffe, was ich habe. Also das müssen wir einfach machen. Also 1005.
Ist eine Schrotflintenkaliber. 500. Mal gucken, vielleicht gibt es noch irgendwas, wo man. Ja! Also, geht doch. Ich glaube zwar nicht, dass wir jetzt noch irgendwas kriegen, aber ist in Ordnung. Wahlbolzen. Vielleicht irgendwas für 500, aber das glaube ich eher weniger, dass das funktioniert. Also lassen wir es. Wir haben jetzt noch 800, das ist in Ordnung. Ich schaue auf meine Uhr und würde sagen, wir speichern ab. Ja, machen wir das. So, ist gespeichert. Wunderbar. Und ich würde sagen, ja, da wir über 20 Minuten haben, würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut rein. Ich bedanke mich definitiv fürs Zuschauen. Und ja, ihr wisst ja Bescheid. Oh, guck mal. Aha. Katakomben entdeckt. Katakomben unter der Kirche entdeckt. Pastor sagt nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Wer trägt Verantwortung? Bei den Reparaturen des eingebrochenen Bodens entdeckten Arbeiter einige Tunnel unter der Kirche von Cedar Hill und behaupteten, Mumien gesehen zu haben. Die Kirchengemeinde verweigert Historikern den Zutritt mit der Begründung, dass dies einer Entweihung der Kirche gleichkäme. Ist in Ordnung. Unglaublich, was man alles findet. So, Achso, haben wir ja gerade. Idiot. Wie gesagt, ja, wir haben ja jetzt gerade abgespeichert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Bis dahin, grüßt mir die Hühner.